Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Ich bin Jula und ich begrüße euch hier an der Stelle zu einer der letzten Folgen. Wer die letzte Folge verpasst hat, sollte die sich unbedingt angucken. Dort habe ich nämlich über die Zukunft des Projekts gesprochen und dass wir hier wahrscheinlich bald ein Ende finden werden nach dieser Aufnahme. Aber ich habe mir natürlich zum Ziel gesetzt, mein Häuschen trotzdem noch fertig zu bauen. Das ist ganz klar. So, jetzt muss ich hier mal schauen. Wäre schon logischer, hier trotzdem auch einen Stein drunter zu setzen, oder? Bleibt mir das schlimmer. Ja klar, da mache ich ja eh die Verkleidung davor. Ja, ja, ja. Ja, 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 hier kommt ein Stein drunter. Und ich habe mich aus Nostalgiegründen dazu entschieden, die letzten Folgen hier die normale Minecraft-Musik laufen zu lassen. Einfach aus sentimentalen Gründen und aus Nostalgiegründen. Ihr versteht schon. Die echten Minecraft-OGs unter euch verstehen schon. So. Und zack, zack. Zack, zack. Perfekt. Huch. Warum klingen die Blöcke gerade, als würde ich sie in der Höhle platzieren? Das macht irgendwie nicht ganz so viel Sinn. So. Zack, 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 zack. Das war schon mal direkt der erste Fehler. Oh man, Leute. Irgendwie werde ich schon ein bisschen vermissen, mit euch Minecraft zu spielen. Aber irgendwie auch nicht. Irgendwie bin ich auch ganz froh, wenn Schluss ist. So. Dann brauchen wir noch. Huch. Ein Zack. Hier eine Tür in den Garten. Auch sehr schön. Super. Haben wir Glas? Haben wir Sand? Safe nicht, oder? Sand? Kein Sand. Eieiei, nichts gut. Ach komm, Digga. Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz. Gut, dann machen wir erstmal hier mit weiter. Wir brauchen eh dann Holz. Wir brauchen Holz und was wir auch noch brauchen ist Sand für die Glasscheiben. Zack. Zack. Und das war's auch genau. Das heißt, wir brauchen auch noch Holz. Okay, da müssen wir mal schauen, wo können wir hingehen, wo wir Sand und Holz kriegen, was nicht hier in der Nähe ist. Hier. Da. Gehen wir nochmal hin. Ja, das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr gut aus. Hier kriege ich alles, was ich brauche. Und noch viel mehr. Herrlich. Am Ende der Welt, da kann man immer schön alles abroden. Ja, ihr werdet bald einfach alle sterben. Es wird ein Massensterben, denn ihr werdet bald keine Nahrung mehr haben. Ihr habt schon kein Wasser mehr, wie ich sehe. Bald werdet ihr auch keine Nahrung mehr finden, denn ich werde hier alles abholzen. Das ist mir so verdammt egal. Dreckigen Schildkröten. Sucht euch ein neues Zuhause. Der Mensch ist angekommen. So, so viel Sand brauche ich eigentlich gar nicht. Haben die Schildkröten vielleicht doch noch Glück. Denn ich war ja nur für die Scheiben eigentlich, ne? Ja, ja, ja. Okay. Dann holen wir mal lieber Holz. Das ist wesentlich wichtiger. So. Ja, Schwein, du wirst in der Hitze verbrennen. Du wirst Sonnenbrand kriegen, denn ich nehme dir den Schatten. Ich bin ein Herzensmensch. Deswegen töte ich dich nicht direkt. Sondern überlasse dich einfach deinem Schicksal. So, dann können wir mal eine Birke mitnehmen. Oh, was hab ich denn da entdeckt? Hab ich das schon gelootet? Gerodet, wollte ich gerade sagen. Hab ich das schon gelootet? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Du kommst mit. So, holen wir noch den Kram hier drüben. Dann kann ich eigentlich auch schon wieder aufbrechen. Das wird reichen, um unser Häuschen fertigzustellen. Wenigstens ein Dach über dem Kopf haben, wenn wir uns dann ausklinken. So, ich
wollte irgendwie zu diesem Ding da. Wo ist das denn jetzt hin? Hä? Hier war doch gerade so ein... Bin ich komplett lost? Hier war doch gerade so ein Portal. Jetzt zweifle ich schon an meinem Geisteszustand. Wo ist es hin? Da, oh, da bin ich fast reingeplumpst. Oh je, oh je. Ich glaube, hier war ich noch nicht. Mhm. Wobei, eigentlich will ich die Sachen gar nicht hier lassen. Ich würde eigentlich die Pflanzen alle ganz gerne mitnehmen. Und die zwei Pfeile und die Stöcke, ganz ehrlich. Scheiß drauf, Digga. Auch das würde ich eigentlich ganz gerne mitnehmen. Dann komm, scheiß aufs Zierlauch. Ja, scheiß aufs Zierlauch. Ah, nee, Moment mal, ich hab... Ach, ich bin ja so blöd. Ah ja, meine Güte, ich bin ja so dumm. Okay. Ab, zurück nach Hause. Und dann schnell unser Haus fertig bauen. So. Da ballern wir schön zu. Und hier müssen wir natürlich auch noch einmal hochklettern. Zack, zack. Bams. Bams. Und dann kommt hier schon der Balken rüber. Ein und frei. Das gleiche machen wir hier. Einmal rüberbauen. Balken drüber ziehen. Herrlich. Das Leben als Dachdecker. Das hat schon was. Wobei, noch bin ich nicht am Dach. Och, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. Es wird diesmal zum Glück ein nicht ganz so großes Dach. Weil es nicht ganz so großes Haus wird. So. Das wollen wir nicht. So. Nö, lass ich erstmal. Kein Kommentar. So, hier kommt die Decke rein. Aber bitte nicht hier. Nein, bitte nicht mich jetzt ärgern, Spiel. So, aus dem können wir Holz machen. Wir werden es eh brauchen. Ach, come on, Alter. Ach, Digga. Das ist so ein Witz. Ach, komm. Oh, ich quitte einfach gleich. Das ist ja so ein Witz. So. Und auch ein Mädchen. Okay. Dann sollten wir eventuell unseren Kram schmelzen. Dafür brauchen wir unsere Öfen. Dafür brauchen wir unsere Kohle. Und dann will ich die einfach mal, würde ich mal sagen, hier, stellen wir mal kurz auf. 1, 2, 3, 4. Ja, der bleibt jetzt einfach da unten, ist mir egal. Digga, jetzt habe ich allen Ernstes den Sand hier hingepackt. So ein Joke. Zack. Zack, zack. Zack, zack. Perfekt. Ah, ist wirklich wunderschön, was ich hier gebaut habe. Dieser Symmetriefehler, der macht mich einfach ganz krank. Und ich habe das Haus auch nicht mittig platziert, ne? Doch. Das Haus habe ich mittig platziert, wenn man aus der Richtung guckt und aus der anderen irgendwie nicht. Ich sollte vielleicht mal essen. Ich muss irgendeinen Fehler beim Konstruieren des Ganzen gemacht haben. Hier ist der letzte. Das heißt, auf der Höhe ist hier der letzte. Und hier habe ich einfach einen zu weit gebaut. Okay, verstehe. Dann wissen wir jetzt auch, wo das Problem herkommt. Dass wir hier keine 5 hatten. Jetzt haben wir hier nämlich 5 und dann können wir 1, 2, 3, 4, 5.
Genau, und dann haben wir die Symmetrie drin und da kann man dann die nächste Brücke hinbauen, die dann zur nächsten kleinen Insel führt, wo dann das Weizen wächst und von hier nach da und so. Wisst ihr, das war der Plan, den ich eigentlich hatte. So. Hauen wir den ganzen Spaß schon mal raus. Reicht auch erstmal. So. 64. Eieiei. Ah ja, so viel brauchen wir nicht, habe ich euch doch gesagt. Oh, warum connect nie? Alles klar, ey. Eigentlich hatte ich eingestellt, dass die miteinander connecten. Ihr wisst, was ich meine. Ging das? Oh, wo ging das? Ging es hier? Das hat damit, glaube ich, nichts zu tun. Können wir so lassen. Ich glaube, das hat auch nichts mit dem Shader zu tun. Ich glaube, das war... Den haben wir eigentlich immer drin. Color-coded. Nö. Materials. Integrated Materials Generated Normals. Hm. Das hat damit nichts zu tun. Schön, das haben wir jetzt an. Was auch immer das... Ah, nee, das ist das hier. Das will ich nicht. Das möchte ich beides einfach nicht machen. Nein, nein, nein. Seht ihr, das ist jetzt hier. Gleich verschwindet's. Schon verschwunden. Egal, ich weiß leider nicht mehr, wie das ging. Quality, fancy, 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 fancy. Mit irgendeinem Mod, den ich drin hatte, der hat das eigentlich... Der hat dafür gesorgt, dass das connected. Naja, ist jetzt egal. Was juckt's mich jetzt eigentlich noch? Alles Wurst. Ih, eine Mücke. Weg von meinem Arm. Ich flippe aus. So. Dann müssen wir eigentlich nur noch das Dach bauen. Und für das Dach brauchen wir... dieses Ding hier. Daran können wir nämlich kostengünstig Treppen herstellen. Hätte ich vielleicht vorhin schon machen sollen. Habe ich es vergessen? Ja, möglich. Den Kies brauche ich nämlich nicht. So. Perfekt. Hopp. Dann machen wir mit dem Dach weiter. Ach ja, wie sehr ich es doch liebe. Wie sehr ich es doch liebe, Dächer zu bauen. Alter, ey, ich schwöre euch, dieses Format, das ist einfach... Ihr merkt, es ist Zeit, dass ich aufhöre. Es ist einfach soweit. So. Ich bin mal mit meinen Nerven am Ende. Das ist wirklich das Letzte, was ich mache, ist dieses Haus hier noch zu Ende bauen und dann bin ich sowas von raus. Ah. Das machen wir hier drüben natürlich auch einmal. Entschuldigung. Entschuldigung. Danke. So. Und einmal hier. Und einmal hier. Einmal komplett rüber, bitte. Und dann kommt von hier schon. Ne, genau, das heißt, hier kommen da noch welche hin. Ja. Inzwischen habe ich das so oft gemacht. Und trotzdem... Nein. Trotzdem vergesse ich manchmal noch, wie es ging. Zack. Dann spart man sich die Arbeit am Ende nämlich. Und man ist sich immer sicher, dass man es richtig macht und keinen Fehler begangen hat. Was fliegt denn da? Runter von meiner Baustelle. Ist gefährlich, hier einfach rumzutouren. Meine Güte. Ach, diese alte Minecraft-Musik, die ist schon echt ganz komisch, die zu hören. Versetzt mich richtig in Trance. Die, die.
Das ist aber auch wirklich eines der schönsten Lieder aus Minecraft. Finde ich. So, wir werden safe noch mehr Leitern, sag ich schon, Treppen brauchen, ne? Geil, wir haben keine mehr. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Wir werden für all diese Sachen noch mehr Cobblestone brauchen. So. Hopp, 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 hopp. Schaffe ich das? Schaffe ich. So. Das wird safe nicht reichen. Weil ich die halt auch immer noch einmal innen platziere, ne? Das macht es halt am Ende echt schön, aber das ist natürlich auch ressourcenfressend. Muss man einfach mal feststellen hier. Entschuldigung. Nochmal von vorne. So. Ich glaube, oh, mit ganz viel Glück. Boah, mit ganz viel Glück könnte das hinhauen. Aber ich glaube leider nicht. Es wird genau nicht reichen. So, wenn ich jetzt aber von hier mache, dann müsste ich glaube ich schon bis drüben hinkommen. Ah, nee, das haut nicht hin. Da muss ich nochmal welchen holen. Oh, ärgerlich. Zack, perfekt. Das reicht gerade noch für eine, wenn ich Glück habe. Oder ich scheiß drauf und mach's oben mit den Steps zu. Das kann ich eigentlich nicht machen, das ist noch zu weit. Nee, das ist noch zu weit. Ich muss es wenigstens noch ordentlich zu Ende bringen. Oh Gott sei Dank. Ey, das ist so ein Witz. Ich dachte, ich habe keinen Cobblestone mehr, wir müssen welchen farmen, aber ich habe noch genug. Hier oben. Ah, Gott sei Dank. So. Das müsste eigentlich echt reichen. Dann gehen wir nochmal schnell nach oben. Schnell nach oben gehen. Habe ich so einfach gesagt. Hat mal wieder nicht geklappt. So, wollen wir uns noch ein letztes Mal hoch. Ich hoffe, es ist das letzte Mal. Huch. So. Dann können wir es nämlich von hier drüben machen. Da kommen wir da super dran. Das ist sehr, sehr praktisch. Das gleiche machen wir dann hier noch. Dann sind wir auch, glaube ich, durch. Dann kommt noch die eine Querreihe. Ja, perfekt. Oh, schön. Schreib es echt noch in der Folge. So. Hier kommen dann die zum Einsatz. Aber dann kann. Ah, nee, das funktioniert nicht, ne? War klar. Wäre ja auch zu einfach. Sagt die Uhr. Ja, das schaffe ich noch diese Folge. Gar kein Problem. Bam. Easy Snack. Und dann kriegen wir es in der nächsten Folge, denke ich, schon fertig, das Haus. Und dann bin ich entlassen. Leute, ich bin dann einfach entlassen. Hier muss noch eine Reihe rein, ne? Genau. So haben wir es immer gemacht. Und hier kommt dann Holz hin. Muss ich dann wie immer ausbauen. Aber auch das ist alles halb so wild. Hier kommt das Fensterchen rein. So. Das gleiche machen wir hier. Entschuldigung. Machen wir hier auch noch schnell. Nee, das Fenster kommt da noch nicht rein. Das Fenster kommt anders. Fenster darf ich erstmal, wenn ich alles platziert habe. Das kommt dann da, glaube ich, rein.
Da kommt das Fenster rein. Weil hier kommt ja der Balkon hin. Genau. Ich... So. Oh, ich bin gleich tot. Geil. Sehr nice. Ich wollte wenigstens noch einen Screenshot machen. Wie weit wir schon sind. So, von hier vielleicht. Herrlich. Okay, Leute. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Ich denke, in der nächsten Folge kommen wir zum Ende des Projekts. Und ja, wie gesagt, dem vorläufigen Ende auch von unserem Minecraft-Let's Play. Wenn es euch bis hierhin gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich glaube, das sagt ihr. Schaltet gerne morgen zur letzten Folge ein. Ich denke, es wird die letzte sein. Und macht's gut, Leute. Ciao, ciao. Danke fürs Dabeisein. Tschüssi.